Die Welt steht vor großen Herausforderungen. Der Klimawandel schreitet fort, die Energiewende muss weiter vorangehen. Gleichzeitig sorgen Inflation, Zinswende und Bankenkrise für eine geschwächte Wirtschaft. Auch der Venture Capital Markt spürt die Auswirkungen, Investoren zeigen sich zurückhaltender. Die Anforderungen an Startups auf Kapitalsuche steigen. Nach dem Ausnahmejahr 2021 flossen im letzten Jahr laut Bundesverband Beteiligungskapital zwar weniger Investitionen, aber dennoch insgesamt 3,35 Milliarden Euro an Venture Capital. Wir haben vor allen Dingen in der Seed-Phase und in der Pre-Seed-Phase eigentlich gute Ergebnisse. In der Later-Stage-Phase ist es ein bisschen anders. Ja, ich glaube, wir müssen festhalten, dass die Krisen auch nicht an uns vorbeigehen. Wir haben gehört, dass vor allen Dingen internationale Investoren aus den USA zum Beispiel wegbrechen. Und das merken eben vor allen Dingen die Fonds, die auch im Bereich Venture Capital größere Tickets machen. So, und da müssen wir gucken, wie sich das dieses Jahr entwickelt. Ich glaube, wir werden jetzt kein herausragendes Jahr haben, aber da wir auch im letzten Jahr eigentlich robust durch die Krise gekommen sind, wird das in diesem Jahr auch so sein. Einen Stützpfeiler der Startup-Finanzierung hierzulande bildet öffentliches Kapital. In Nordrhein-Westfalen ist die NRW-Bank ein starker Player. Mit NRW Venture hat sie im letzten Jahr einen großen Teil zu den Venture Capital Investitionen in NRW beigetragen. Sie beliefen sich insgesamt auf 209 Millionen Euro. Im deutschlandweiten Vergleich schafft es das Bundesland damit in die vorderen Reihen. Wir haben an einigen Universitäten besondere Exzellenz-Startup-Centers. Es gibt viele Acceleratoren. Das Netzwerk ist insgesamt gewachsen und vor allen Dingen das große Asset von Nordrhein-Westfalen ist das Vorhandensein der Industrie als Kunden für die Startups. Also insbesondere für B2B-Startups ist Nordrhein-Westfalen der Standort schlechthin. Eine zunehmend wichtige Rolle spielt für die NRW-Bank das Thema Impact Investing. Also nachhaltiges Investieren, nachhaltiges Finanzieren ist eines der Leitmotive der NRW-Bank, sicherlich bei allem, was sie tut, bei allen Förderaktivitäten, die sie ausübt. Und insoweit ist bei unseren Eigenkapitalinvestments, sei es bei unseren eigenen Fonds, wo wir in Portfoliounternehmen in Nordrhein-Westfalen investieren, aber auch wenn wir als Limited Partner in Fonds unsere Commitments abgeben, ist Impact Investing ein wichtiges Merkmal, ein Leitmerkmal auch für unsere Investitionsaktivitäten geworden. Und das ist auch richtig so. Es ist im Grunde die Erkenntnis, dass langfristig erfolgreiche Unternehmen das Erfordernis haben, Ökonomie und Ökologie zu verbinden. Nachhaltiges Wirtschaften ist im Grunde von der Ausrichtung des Geschäftsmodells als solches, aber auch von der Art der Unternehmensführung der Schlüssel für die Zukunft. Schon viele Jahre im Markt unterwegs ist Ananda Impact Ventures und hat einen guten Blick auf den aktuellen Wandel in der Impact-Investoren-Szene. Ich weiß nicht, ob es erstmal Greta bedurfte, dass viele aufgeweckt wurden. Aber seitdem ist Bewegung reingekommen und wir haben jetzt viele neue Fonds gesehen, die entstehen. Und vor allem sehen wir natürlich viel bessere Gründer. Also das hat sich deutlich nochmal verändert. Wir sehen jetzt eigentlich, haben wir das Gefühl, die besten Gründer wollen auch was Sinnvolles machen und damit sich um gesellschaftliche Probleme kümmern, um die Natur kümmern. Und das ist natürlich eine tolle Chance für tolle Impact Investments. Auch sieht Bernd Klosterkemper im Trendthema Climate Tech einen Anstoß für weitere Impact-Felder. Ich glaube, es hilft eher, weil viele einfach irgendwo über den Bezug zu dem Klimathema überhaupt auf den Dreh gekommen sind, zu verstehen, dass eben unternehmerische Lösungen eine gute Lösung sind für Probleme, die wir haben als Gesellschaft, ob sie jetzt eben ökologisch sind und damit Klima sehr präsent jetzt gerade ist. Aber ich habe den Eindruck, dass jetzt mehr und mehr Investoren auch merken, okay, das ist auch übertragbar. Das funktioniert auch für Gesundheit, das funktioniert auch für Bildung. Insofern sehe ich da schon eher einen positiven Abstrahleffekt, dass über das Klimathema viele auf den richtigen Dreh kommen. Eine wichtige Rolle spielt aber die Frage der Messbarkeit. Die Venture Capital Gesellschaft Planet A ist seit 2020 am Markt
und hat einen speziellen Ansatz bei der Auswahl ihrer Beteiligungen. Wir müssen wirklich verstehen, was wir machen. Wir haben keine Zeit mehr in Scheinlösungen zu investieren, sondern die Zeit ist so knapp, dass wir die richtigen Lösungen identifizieren müssen. Und die lassen sich eben nur identifizieren, wenn wir die Wissenschaft eigentlich mit im Team und an Bord haben und die wissenschaftliche Evidenz für die richtigen Technologien und die Lösung eben auch zu haben. Weil wenn wir jetzt in irgendeine Lösung investieren, sparen eine Menge CO2 ein, brauchen aber ein Vielfaches von Frischwasser oder Methan oder so, dann ist es ja eine Scheinlösung. Deswegen muss man eigentlich deutlich holistischer hinschauen und muss auch in der Lage sein, Impact oder die Wirkung, die man haben will, zu quantifizieren. Weil wir müssen es wirklich anfassbar und quantifizierbar machen und auf einer wissenschaftlichen Basis und Evidenz, damit wir die Dinge auch vergleichen können. Weil sonst vergleichen wir Äpfel mit Birnen und nicht sozusagen das gleiche Obst mit dem gleichen Obst. Und da ist die Lebenszyklusanalyse, die wir benutzen, das ist nichts Neues. Das gibt es in der Wissenschaft schon lange. Das ist so, würde ich mal sagen, die bekannteste Methodologie, um Impact auch zu quantifizieren. Die nutzen wir, um eben tatsächlich den Impact quantifizierbar und messbar zu machen. Also wir rechnen diese Lebenszyklusanalysen für alle unsere Beteiligungen, die wir eingehen und können so in verschiedenen Dimensionen, in CO2-Mitigation, aber auch in Ressourcenschutz, in Biodiversität, sozusagen auch Müllvermeidung, können wir sozusagen ganz genau messen, wie viel besser denn eine Technologie und ein Produkt ist im Verhältnis zum Benchmark-Produkt, zu dem, was wir kennen, was am Markt ist. Und so kriegen wir eigentlich die Wissenschaft mit ans Board, ins Team und haben sozusagen auch die wissenschaftliche Evidenz dafür, dass es auch wirklich die richtigen Lösungen sind, die sozusagen noch Einhalt gebieten können in den großen Problemen, die wir gerade angehen. Lösungen für die Probleme unserer Zeit braucht es nicht nur in Deutschland. Den Blick auf ganz Europa hat der jüngst gestartete Green European Tech Fund. Wo wir auf jeden Fall gucken können, ist nach Skandinavien. Da ist das Wort Impact Investing oder das Impact Investing sehr viel normaler. Und die Investoren, also die LPs, die in den Fonds investieren, sehen das als sehr viel selbstverständlicher. Auch von den USA kann Deutschland noch einiges lernen. Wo es auch noch ganz interessant ist hinzugucken, ist in die USA. Also das Wort ESG in den USA wird ganz anders interpretiert als das, was wir in Europa tun. Da ist das G sowieso, ne? das ist in den USA generell schon immer sehr viel präsenter. Aber das S auch und diese Frage der Diversität, und zwar nicht nur eine Gender-Diversität, sondern überhaupt eine Diversität, ist dort sehr viel normaler, ja, als sie bei uns ist. Bis Impact Investing umfassend aus den Cleantech-Schuhen entwachsen ist und sich in den Köpfen aller Investoren als Normalzustand festgesetzt hat, wird wohl noch etwas Zeit vergehen. Doch in einem Punkt sind sich alle befragten Venture Capitalisten einig. Impact Investing wird eine wichtige Säule in der deutschen Venture Capital Landschaft bleiben.